Aber Vorsicht! Ist cool, Mensch! Hallo, liebe Freunde, wir machen mal wieder aus gegebenen Anlass einen großen Scam-Check. Es ist nämlich mal wieder ein bisschen was dazugekommen, doch dazu ein paar Folien später. Holen wir uns noch mal ganz kurz die wichtigste Information zurück auf einen Blick. Wir haben die Versicherung, die das Wallet absichert, aufgrund dieser Absicherung und natürlich den Vereinbarungen, dass auf diesen Wallet niemand Zugriff hat. Die Bank, die dann letztendlich das Kapital zur Verfügung stellt. Wir haben den DeFi-Hybrid-Vertrag, der mit dem Wallet und den jeweiligen Partnern ganz klar regelt, wie die vertraglichen Bedingungen sind. Wir haben das DeFi-Staking, was dafür sorgt, dass Prämien und Zinsen und Gewinne letztendlich für uns ausbezahlt werden. Wir haben eine Gebühr von lediglich 100 US-Dollar pro Kontrakt. Und ganz, ganz wichtig bei der ganzen Nummer ist der Unsicherheitsfaktor Mensch ausgeschaltet. Das müssen wir uns einfach nochmal, um diesen Scam-Check zu begreifen, in Erinnerung holen. Und wir müssen uns in Erinnerung holen den Freundschaftsbonus, auch ganz wichtig, damit man versteht, was ich im Scam-Check rüberbringen möchte. Wir haben also einmal nochmal die Provision aus Gewinnbeteiligungen. Wir haben Sofortprovisionen, 3 Jahre und Sofortprovisionen bei 5- und 7-Jahreskontrakten. Und ganz, ganz wichtig zu verstehen, ein Leader-Programm, bei dem alle Leader 5% geben. Ob sie untereinander, nebeneinander, übereinander, wie auch immer stehen, jeder von denen bekommt diese 5%. Und das Unglaubliche dabei ist, dass das unendlich ist. Fangen wir mal mit etwas ganz Einfachem an, nämlich mit einem mir bekannten Kunden seit 2017 dabei, also ziemlich noch am Anfang. Ja, und das Wichtigste ist eigentlich hier, das ist das untere mittlere Feld, weil da drin steht das Geld, was er ausgezahlt bekommen hat. Kein Vertriebsmitarbeiter oder irgendwas, kein einfach nur ein User hat nicht so niemanden reingebracht, sondern ganz einfach seine Kontrakte gekauft. In dem Fall weiß ich sogar, es ist eine Sie, die Kontrakte gekauft und fertig. Bis dato 789.000 zur Auszahlung gekommen. Wir sehen, gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Wir sehen also hier auch die letzte Auszahlung. Ganz oben sieht man die Last Withdraw. 76.425, damit wir das hier auch nachvollziehen können. Alle die, die schon dabei sind, werden das bestätigen. Wenn es da drin steht, dann ist es auch ausbezahlt. Bedeutet, hier sehen wir die letzte Auszahlung, 76.425. Ein Tag davor 100.000, noch ein Tag davor 100.000, 110. Ihr könnt selbst lesen. Schaut es euch an, das sind die Auszahlungssummen. Das ist schon mal Beweis Nummer 1, hier nochmal zusammengefasst. Sie hat also insgesamt 48 Kontrakte, wovon 8 bereits abgerechnet wurden, 40 laufen noch. Das heißt, 4.800 war der eigentliche, tatsächliche Einsatz. Die Gewinne aus diesen 8 Kontrakten, im Moment 789.000. Weitere aus 40 aktiven Kontrakten werden folgen. Das Ganze stammt aus März diesen Jahres, also auch relativ aktuell und momentan noch zu erwarten, aus diesen bestehenden aktiven Kontrakten 4,8 Millionen. Gut. Gibt es den einen oder anderen, der sagt, ja, da kannst du mir ja viel zeigen, das kann gefälscht sein und so weiter. Nun denn, ich kann mich auch mit dem Gesicht so lange vor die Suppe setzen und mit dem Kopf schütteln, bis das Haar, was ich suche, in die Suppe gefallen ist. Das kann ich natürlich auch machen. Aber hier ist es ganz einfach so, dass also die Kontrakte ausbezahlt wurden. Fertig, aus. Nächstes Beispiel. Deswegen habe ich euch auch nochmal in Erinnerung gerufen, unseren Marketingplan. Also, pro Kontrakt werden 100 US-Dollar eingenommen. Das ist alles, ihr habt es eben gesehen, bei 48 Kontrakten 4.800. Nicht mehr und nicht weniger. Auch keine Nachzahlung oder irgendwas in dieser Richtung, nothing.
Das bedeutet also, ich habe als quasi Unternehmer, wenn ich das mal so bezeichnen wollte, wenn wir hier eine kaufmännische Rechnung aufmachen wollten, 100 erstmal in der Kasse. Okay, dafür bezahle ich sofort 65 für den 3 bzw. 10 Ebenen Marketingplan. Die sind schon mal weg. Jetzt habe ich, und das kann ich nachvollziehen, in unserer aktuellen Struktur 10 Leader, und auch das stimmt in dem Moment schon nicht mehr ganz, weil schon wieder welche dazugekommen sind. Aber es ist egal, dafür fließen 50 US-Dollar Provisionen, weil pro Leader und pro Kontrakt 5 Dollar. Sind wir schon deutlich drüber, muss ich gar nicht erwähnen. Wo kommt denn der Rest her? Wer bezahlt denn das? Ja. Und dann kommt noch unser Superleader in Australien ansässig, mittlerweile schon fast in Ruhestand, bekommt 35 US-Dollar. Und das noch unendlich. Und dann komme ich stehe noch da mit 15 US-Dollar. Wenn ich das Ganze zusammenrechne, dann sind wir bei 165 Dollar, die ausgeschüttet werden. Ich habe doch aber nur 100 eingenommen. Woher kommt das Geld? Natürlich kann das Geld nur aus Staking-Gewinnen kommen, also sagt Cryptex, okay, wir nehmen einmal den Huni zur Grundlage für die Provision und natürlich aus Staking-Gewinnen bezahlen wir noch obendrauf, sonst würde das Ganze gar nicht funktionieren. Also es ist nicht abhängig von neuen Leuten, wie oftmals behauptet wird. Es wäre ein Schneeballsystem, ist also rein rechnerisch für jeden einigermaßen normal denkenden Menschen. Wie gesagt, für jeden einigermaßen normal denkenden Menschen, der das nicht ignoriert, gibt ja die Ignoranten, die einfach sagen, nee, das ist nicht so, das kann nicht so sein, aber es ist nun mal so, ist es nun mal ganz klar, 100 rein, 165 raus. Laut Angaben von Cryptex sind es sogar 340 insgesamt, die an den Marketingplan pro Kontrakt ausgeschüttet werden. Okay. Auch da gibt es wieder den einen oder anderen, die da sagen, ja, das wird aber nicht immer alles ausbezahlt und so weiter und so fort, obwohl dem so ist. Wie gesagt, das sind halt die sogenannten Ignoranten. So. Es ist natürlich die große Frage, und die haben sich auch mittlerweile viele gestellt, und einer hat das mal ganz konkret mal auch überprüft. Das kann man nämlich alles. Wir haben im Moment irgendwo 220.000 Wallets. Und das liegt so, die Zahl ist zu hoch, aber ich habe sie einfach mal mit Absicht höher geschraubt. Mit einer Bankkapitalisierung von 100.000. Ja, das sind jetzt vielleicht mal ein Fünfjahreskontrakt und zwei, drei Jahreskontrakte, die also jetzt hier zu Buche stehen. Müssten also insgesamt im Moment irgendwo roundabout 22 Milliarden da unterwegs sein, also bereitgestellt durch die Bank und so weiter. Jetzt sagt natürlich jeder, macht natürlich jeder dicke Backen und sagt, wow, was eine Zahl. Nun denn muss man einmal berücksichtigen, Cryptex gibt es seit 2017, wir sind im 7. Jahr, das ist schon mal eine Hausnummer. Aber eine Einnahme dafür, das ist nämlich die Gebühr, die ja oftmals angeprangert wird, sie sei schneeballbehaftet und so weiter, was wir schon rausbekommen haben, was das rein rechnerisch gar nicht funktionieren würde, sagen wir mal für zwei Kontrakte, ja, hätten wir 44 Millionen, die dem gegenüberstehen. Wir hätten also 22 Milliarden und eine Einnahme von 44 Millionen durch die Gebühren, die, wie wir aber wissen, ja schon weg sind, weil sie gehen ja im Vertrieb drauf. Und jetzt kommen wir zu etwas, wer jetzt noch anfängt und sagt, unseriös, Schneeball und so weiter, der ist in meinen Augen einfach nur noch dumm. Also dumm, ignorant, weil er dann entweder gar keine Ahnung hat oder es einfach nur nicht will oder es als Konkurrenz sieht oder was auch immer dieser Mensch dann dabei denkt, das weiß ich nicht. Aber Fakt ist nun mal, die Blockchain, die lügt nicht. Die Blockchain betrügt auch nicht. Es kann vielleicht mal der ein oder andere
unter Zuhilfenahme der Blockchain betrügen. Das ist alles schon passiert. Aber eins mit Sicherheit nicht. Das, was mal über die Blockchain gelaufen ist, das ist zu jeder Zeit nachvollziehbar, sofern ich natürlich ein paar Daten habe, wie zum Beispiel eine Bitcoin-Wallet-Adresse. So, haben wir die? Ja, natürlich haben wir die. Da war man ganz schlauer, das war gar nicht so lange her, das hat er am Wochenende gemacht. Hat jemand eine Auszahlung bekommen, ist natürlich ein bisschen firm in dieser ganzen Krypto-Geschichte und hat ja natürlich, als er die Auszahlung bekommen hat, die natürlicherweise innerhalb kürzester Zeit bei ihm war, damit hatte er ja eine Auszahlungsadresse von Cryptex. Und die hat er mal dazu genutzt, einfach mal das Ganze etwas weiter zu hinterleuchten, indem er sagt, okay, schaue ich mir mal diese Wallet an und dann schaue ich mir mal weitere Wallets an, die dort anhängig sind, die dort einbuchen und so weiter. Und da ist er dann tatsächlich auf ein Wallet gekommen. Ich muss an der Stelle, auch wenn die Zahlen, die wir jetzt hier schon sehen, abartig sind, aber erwähnen, es ist leider nicht das einzige Wallet von Cryptex. Was sehen wir hier? Wir sehen auf dieser Blockchain, auf dieser Blockchain, in diesem Wallet liegen gerade 47 Bitcoins. Das macht ungefähr 1,4 Millionen Dollar. Das ist ja nun nicht die Welt. Es ist auch ein Arbeitswallet. Da gehen Bewegungen rein und da gehen Bewegungen raus. Da geht Bewegungen raus für zum Beispiel weitere Projekte im Staking und so weiter und so fort. Ja, ihr seht selber, wenn man jetzt weiter unten nachschaut oder auch diesen Text übersetzt und liest das, da sieht man am Ende, und das ist eigentlich das Wichtige an der ganzen Nummer, eine Zahl. Und zwar in Bitcoin hier unten zu sehen, aber ich habe es mal gleich umgerechnet. Also über dieses Wallet sind bis dato 267 Milliarden Dollar gelaufen. Wer es nicht verstanden hat, sage ich es nochmal. Wer es mir nicht glaubt, weil er denkt, ich habe das hier gefälscht, kriegt von mir diese Bitcoin-Adresse zugeschickt, kann er selber nachschauen. Die Kontobewegung war 267, also über 267 Milliarden Dollar. Was jetzt gar nicht mehr so unwirklich erscheint, weil wir haben ja bereits jetzt schon, und ob die Zahl stimmt oder nicht, das wissen wir nicht genau, aber irgendwo in dem Rahmen wird sie sich bewegen, 22 Milliarden bereits als Kapitalisierung. Was will ich damit sagen? Wir haben hier keine Glitsche vor uns, die mal eben ein bisschen Staking betreibt, sondern wir haben hier etwas ganz, ganz Ernstzunehmendes. Und jeder Einzelne sollte sich, wenn er immer noch so ignorant ist und sagt, nein, und auch das glaube ich nicht, dann soll er gehen, dann soll er irgendetwas anders machen, aber dann soll er auch bitte eins machen. Dann soll er uns in Ruhe lassen. Das Ganze sind nämlich für uns super gute Aussichten. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, ein Kontrakt kostet nur 100 Dollar. Schönen Tag noch.